Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich glaube, dieses Jahr hat sich Catrice gedacht, nicht kleckern, sondern klotzen. Und die haben einfach mal diesen Adventskalender rausgebracht. Wie schön ist der bitte? Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Perfekt wäre es natürlich gewesen, wenn die das Ganze mit Boxen gemacht hätten, weil sowas Schönes, das willst du ja auch immer wieder verwenden, ne? Dieses Design hier hinten und das sieht alles so wunderschön aus. 44,99 Euro kostet der. Bestellt habe ich den jetzt im Busi-Shop. Ich habe ihn aber auch letztens mal gesehen bei Müller. Also jedenfalls stand da, dass es den online gibt. Ich habe den im Laden selber nicht gesehen und genau. Nicht nur ich stelle ihn vor, sondern auch die liebe Nicole von Chiquitas Place. Und ich kann gerade nicht aufhören, diesen Adventskalender anzugucken, weil ich ihn wirklich so schön finde. Der hat das Motto The Great Christmas, hat ein bisschen was von so einer Showbühne. Und das finde ich einfach immens schön. Und ja, wir reden nicht lange um den heißen Brei drumherum. Wir schauen jetzt hinein. Und solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, abonniere doch super gerne meinen Kanal. Ich würde mich mega freuen, ich würde mich freuen, wenn du mich auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise begleiten würdest. So, wenn ich dich mitnehmen dürfte, das wäre cool. Und natürlich an alle, die schon abonniert haben, vielen, vielen Dank, dass ihr da seid und dass ihr mich abonniert habt und unterstützt. Ich finde das richtig, richtig cool. So, wir starten jetzt. 1. Dezember. Und das sind wirklich Produkte, die für diesen Adventskalender designt wurden. Da haben wir einen Highlighter drin. 6,5 Gramm sind hier drin enthalten. Der wird mir ein bisschen zu dunkel sein und sehr wahrscheinlich auch zu glitzern. Ne? Ich weiß nicht, ob man diesen Glitzer hier auch so drin sieht. Ne? Das ist schon intens. Da muss ich nochmal gucken, aber ich glaube, der wird mir ein bisschen zu viel sein. Vor allem geht er auch ein bisschen ins Peachige. Aber das ist sehr oft bei diesen Catrice Highlightern, Limited Editions und so weiter der Fall. Ich bin halt transparent. Ne? Da siehst du dann halt oft ein kleines Problem vor dir. Kann man aber sicherlich wunderschön zweckentfremden als zum Beispiel Lidschatten oder so. In der Nummer 2 habe ich den Under Eye Brightener mit 4,2 Gramm. Meine Güte, sind wir alle hinter diesem Ding hergelaufen, als es ins Standardsortiment kam. Da war der Ewigkeiten ausverkauft und jetzt haben sie den wirklich im Adventskalender drin. So schaut der aus. Ich habe den auch noch da, aber ich glaube, das hier wird jetzt meine neue Version davon werden. Ne? Noch so richtig schön fresh. Den kannst du entweder wirklich als Concealer-Ersatz verwenden oder du machst ihn wirklich vorsichtig drauf, so wie damals von Becker dieses Produkt, ne? Und machst dann darüber so ein bisschen Concealer, dass das so eine kleine Farbkorrektur ist quasi. Selbstverständlich auch mit dabei ist eine wunderschöne Nummer 3. Das ist ein Lippenstift Catrice Full Shine Lipstick C01. Das wird dann wahrscheinlich auch irgendwie eine Limited Edition werden. Weiß ich. Also ich würde es jetzt mal spekulieren, dass die jetzt so Richtung November, Dezember auch eine LE raus bringen in diesem Design. Das wäre natürlich mega fein. Und vielleicht da dann auch noch weitere Produkte. Wie schön ist die Farbe? Das mag ich gerne leiden. Das ist so ein leicht wärmeres, rötliches Nude-Tönchen. Voll schön. Auch die Verpackung, ne? Und sonst hatte man ja bei Catrice in diesen Adventskalendern eher so diese Resterampe bekommen, die halt einen richtig krassen Wert hatte. Aber halt alles so ausgelistete Produkte. Hier geht es gerade richtig ab. Hier haben wir übrigens die Nummer 4. Nice, direkt passend dazu haben die hier auch einen Lip Liner reingegeben. Auch hier steht halt keine Farbbezeichnung drauf, das wird halt wie in der LE sein. Ne? Das fände ich aber ehrlich gesagt auch mega smart, wenn die Produkte aus dem Adventskalender halt nochmal in eine separate LE bringen würden. Wow, wie nice wäre das. Ja, genau, hier haben wir auf jeden Fall den wirklich nudefarbenen Lip Liner. Mit sowas kann ich sehr, sehr gut arbeiten. Der ist auch farblich echt My Lips But Better. Hier geht es gerade richtig positiv ab, Leute. Leute von heute! Ich bin echt geflasht. Ja, der 5. Dezember war riesig. Hier sind halt Hydrogel-iPads drin. Sowas finde ich aber schön. Sowas verwende ich auch sehr, sehr gerne. Und ja, auch das im Design vom Adventskalender kann man auf jeden Fall gut gebrauchen, ne? Nikolas darf was Besonderes sein. Und hier packen die einfach mal eine alte LE mit rein. 2 Gramm von dem Cream-to-Powder-Blush haben wir hier drin enthalten. Und ich weiß nicht, ich meine, dass ich diese Farbe selber sogar noch da habe. Muss ich nochmal gucken. Der ist relativ dunkel, ne? So schaut der einmal aus. Ja, muss ich nochmal gucken. Kann sowieso sein, dass manche Produkte daraus Standardsortiment halt nochmal anders gelabelt sind. Aber das ist 1:1 der gleiche wie aus der damaligen Blush LE. Interessant. Am 7. Dezember haben wir einen Eyeshadow Shader Brush. Ja, das hat ja die Schwesterfirma Essence auch, ne? Dass man da halt speziell in dem Design von dem Adventskalender auch Pinsel drin finden darf. Und hoffentlich auch eine Lidschattenpalette.
Aber die von Catrice sind natürlich nochmal eine etwas andere Hausnummer. Die sind ein bisschen hochwertiger und das sieht richtig schön aus. Dieses Gold am Stiel, ne? Und hier oben halt auch wirklich ein schöner Shader. Mit dem kannst du auch sehr, sehr viel machen. Also das ist ein richtiger, schöner Multi-Use-Pinsel. Sowohl um normal die Schatten aufzutragen, als auch um ihn auszublenden, als auch am unteren Wimpernkranz zu arbeiten. Und du kannst damit auch sogar, weil die halt ein bisschen flacher sind und halt sehr fest gebunden, so ein bisschen Glitterglue auftragen, dass dir der Schimmer ein bisschen besser hält, ne? Das ist ein ganz gutes Adventskalenderprodukt, finde ich. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht und das macht sie. Wir haben hier einen Matte Liquid Lipstick in einem wunderschönen Weihnachtsrot. 4 ml sind hier drin. So schaut er einmal aus. Extrem hübsch. Also ich finde diesen Adventskalender auch echt stimmig, ne? Das ist so aufeinander richtig schön abgestimmt. Weiter geht's. In der Nummer 9 dürfen wir uns über einen sehr, sehr hübschen Nagellack mit 11 Millilitern freuen. Auch das ist eine Verpackung, die wir schon mal in einer anderen Limited Edition hatten. Aber sowas finde ich wirklich positiv, ne? Wenn man quasi alte Muster, alte Formen halt auch wiederverwendet und sie dann halt quasi in dem Adventskalender noch mal finden darf, ne? Weil das ist ja auch alles, ja, mal entwickelt worden. Und ich finde das richtig, auch die Farbe ist so richtig schön kirschrot, mag ich gerne leiden. Und natürlich darf es in der Nummer 10 mit einem Lip Liner für unseren Lippenstift weitergehen. Der sieht auch echt hübsch aus und der passt dazu. Richtig gut aufeinander abgestimmt. Der ist ein bisschen dunkler, aber das ist nicht schlimm, ganz im Gegenteil. Sowas kann halt wirklich auch gut eine schöne Lippenform geben, ne? Ich bin begeistert. Die 11 ist die erste Schnapszahl und hier haben wir auch wieder einen Lippenstift drin enthalten mit 3,4 Gramm. Und das ist ein sehr schöner Ton, der tatsächlich noch ein bisschen mehr sogar zu diesem Lip Liner hier passt. Oh, meine Güte, das ist halt so ein richtiger Rotton, aber ein etwas gedeckteres. Es kommt jetzt in der Kamera ein bisschen knalliger rüber. Aber schaut euch auch mal an, wie schön dieser Bullet gemacht ist, ne? Dass man halt dieses Pressing da drin hat. Das ist schon alles sehr, sehr gut überlegt hier. Zur Halbzeit erfreut uns dieser Adventskalender mit einer 2-in-1 Nagelfeile. Ja gut, komm. Es ist ein Füllerprodukt. Das darf auch in so einem Adventskalender halt irgendwie gefühlt nicht fehlen. Nagelfeilen verwende ich zwar, aber ich bin jetzt nicht so ultimativ Fan davon, dass man halt so eine Nagelfeile in einem 45-Euro Adventskalender nochmal drin hat. Aber findest du auch in Adventskalendern, die noch mehr kosten. Also von daher ist das denn so? Die traut sich auch gar nicht rauszukommen. Und hier haben wir einmal Shorten und einmal Shape. Ne? Das sind halt einfach zwei verschiedene Seiten. Kann man gebrauchen. Ne? Ja. Also die erste Halbzeit finde ich bombastisch. Mal gucken, wie es jetzt in der zweiten Halbzeit weitergeht. Das Fullface wird immer voller und voller. Ein kleiner Dämpfer nach dem Dämpfer. Ja, hier haben wir solche Glitter-Dinger drin. Face Jewels nennen die sich ja. Festliche Zeit, da kannst du dir auch mal Glitzer ins Gesicht kleben, ist aber nicht mein Vibe. Also seht ihr bei mir super selten, wenn, dann mache ich mir das vielleicht mal auf einem Festival drauf, aber da ich sehr viel Gesichtsbewegung habe, hält das bei mir halt nicht sonderlich gut. Bei anderen finde ich das immer wunderschön, wenn ich das sehe, aber ich mag es halt an mir überhaupt nicht leiden. Ah, am 14. Dezember haben wir unseren zweiten Pinsel und das ist ein Blenderpinsel. Oh, ist der groß. Damit kannst du auch den Highlighter auftragen. Auch der kommt mir aus irgendeiner LE bekannt vor. War das aus der König der Löwen LE? Ich meine schon. Da gab es ja auch so ein Pinselset, ne? Schön. Am 15. Dezember gibt es ein Pöttchen und zwar eine Hydrating Lip Mask mit 6 Gramm hier drin. Ja, so eine Lippenmaske kann man auch einfach sich abends nach dem Duschen drauf machen oder vor dem zu Bett gehen, je nachdem, ob das jetzt so ein farbiges Produkt ist oder nicht. Könnte farbig sein. Also hier ist auch noch so eine Folie oben drauf. Ne? Da muss man dann mal gucken. Aber an und für sich verwende ich sowas richtig, richtig gerne. Auch dieser Klassiker darf nicht fehlen, wobei der sehr speziell ist. Das ist am 16. Dezember einmal ein Kajalstift Catrice Multichrome Eye Pencil. Da bin ich immer gespannt auf die Farbe, ne? Weil allein schon hier dieses Holographische auf der Umverpackung sieht sehr, sehr spannend aus. Und das ist auch wieder ein Retractable, was ich sehr, sehr schön finde. Leute, da gab es doch mal welche von Denise Myricks oder so. Oha, das macht dem Ganzen schon ein ganz kleines bisschen Konkurrenz. Farblich gesehen, das ist sehr, sehr abgefahren. Kann man auf der Wasserlinie verwenden, kannst du aber auch als Eyeliner verwenden, kannst du als Eyeliner-Topper nehmen, dass wenn ich hier zum Beispiel auch diesen grün-gelben Look habe, meine Mascara hat ein bisschen gesmatscht, dann kann man einfach entweder diesen Eyeliner hier quasi von innen bis zur Mitte auf dem Schwarzen nochmal draufsetzen. Oder man setzt den hier ab Innenwinkel und zieht sich hier so eine Linie hoch. Das kann richtig abgefahren aussehen. Schön.
Eine Woche vor Heiligabend habe ich den 17. Dezember hier und Leute, ist das eine schöne Farbe. Das ist auch wieder 11 ml von diesem Nagellack und das ist so ein Rosé-Perlmutt. Und ich weiß nicht, ob der komplett deckend ist oder ob man den quasi nochmal über diesem toppen kann. Und dann machst du dir halt die Nägel komplett in dem Rotton und dann so auf dem Ringfinger machst du dir einfach den nochmal mit drauf. Ich glaube, das kann richtig schön aussehen. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Als Pendant zu unseren Eyepatches haben wir hier auch noch das ein Hydrogel Plumping Lip Patch mit drin. Ja, also kann man verwenden, muss man nicht. Ne? Wir haben ja auch schon die Lippenmaske. Die wird dir definitiv mehr Kapitels auf die Lippen geben als das. Also das hätte ich jetzt auch nicht so nah beieinander reingepackt. Aber wer bin ich? Es ist trotzdem ein toller Adventskalender bislang. Wobei ich das jetzt echt nicht verstehe. Ne? So ein Mehrprodukt quasi nochmal hinterher zu setzen, macht das Ganze jetzt nicht hochwertiger vom Erscheinungsbild her. Das sind einfach so, ja, Catrice Glitter Nail Foils, also so Nagelfolien. Ich verwende Nagelfolien, die ich dann auch mit UV aushärte. Und das ist halt auch wirklich super easy für, wenn du mal eben schnell sowas brauchst. Ne? Das ist jetzt, das wird ja auch nicht lange halten. Ich hatte sowas aus einer Rival Loves Me LE, glaube ich, ist es gewesen, oder Rival de Loop auch mal ausprobiert. Das hat so 1-2 Tage gehalten und dann konnte ich die halt 1:1 wieder abziehen. Ne? Ja, also ich werde sie mir hinlegen, dass wenn ich mal wirklich Not am Mann habe, dass ich die verwende, aber haut mich jetzt nicht so um. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Hier haben wir noch so einen von diesen Multi-Chrome Eye-Pensets, wie geil ist das bitte? Das finde ich so crazy, Leute. Der ist jetzt ein bisschen dunkler. Der ist wunderschön. Richtig, richtig geil. So ein Blau, Lila, Grün. Wow. Oh, am 21. Dezember haben wir einen Augenbrauenpinsel drin, einen Eyebrow Brush. Sowas kann man auch immer ganz gut gebrauchen. Den kann man nämlich auch verwenden, einfach wirklich für die Augenbrauen oder für Gel-Eyeliner. Oder für, wenn du dir Eyeliner aus Lidschatten malst oder wenn du am unteren Wimpernkranz was malen möchtest. Oder auch hier wieder für Glitterglue auftragen. Ne? Schön. Lippen korrigieren. Manchmal braucht man das ja so, wenn man etwas angemalte Lippen hat. Ja, zum 22. Dezember bekommen wir noch so, das ist schon hübsch, so ein Haarclip mit dazu. Das ist schon hübsch, das ist festlich, das ist irgendwie hübsch. Ja, ich verwende sowas nur nicht wirklich. Einen Tag vor Heiligabend bekommen wir noch einen wunderschönen Nagellack. Und zwar ist es so ein Lila, aber der hat so blaue Sparkles auch noch mit drin und auch so ein paar rote. Also richtig, richtig, richtig schön. Guckt euch die Farbe an, ne? Mag ich auch sehr gerne leiden. Ich vermisse zwar so ein bisschen hier eine Mascara drin, aber so ein Nagellack macht auch Sinn. Ja, und die 24, ne, ist einfach eine Lidschattenpalette. Das finde ich so gut. Das freut mich einfach. Ja, das sind 12 Töne hier drin. Und die sieht natürlich jetzt vom Design her aus wie der Adventskalender. Das ist so, 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 so gut. Die Palette an sich ist mir ganz persönlich ein bisschen zu dunkel. Aber sie passt halt, ne? Du kannst sie damit sehr, sehr festliche Looks schminken. Du kannst sie damit Smoky Eyes machen. Du kannst damit aber auch ein bisschen dezenter unterwegs sein, wenn du dich halt eher auf dieser Seite aufhältst, ne? Das ist schon eine geile Palette, muss ich wirklich sagen. Die muss ich aber auch nochmal austesten. Es ist halt auch sehr abgefahren mit diesem, ja, Petrolton, ne? Das ist auch wunderschön. Also eine schöne Palette. Je länger ich sie angucke, desto mehr mag ich sie, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn eigentlich bin ich ja nicht so Ultra-Fan von diesen dunklen Paletten. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass ich die vielleicht nicht so gerne mögen werde. Aber ich glaube, ich mag sie sehr. Genauso wie dieser Adventskalender einfach etwas ist, was man lieb haben muss, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, er hat schwache Momente mit dabei. Das muss man ihm lassen. Hätte Catrice den für 50 Euro rausbringen sollen und dafür dann wirklich diese Face Jewels, die Nagelsticker und so weglassen sollen, die Nagelfeile. Ich glaube schon, wenn die da ein Puder reingemacht hätten und einen Bronzer anstelle dieser Produkte zum Beispiel und eine Mascara noch mit reingegeben hätten, dann wäre das ein mega Adventskalender geworden. Oh mein Gott, wenn die Leute eskaliert. Sie eskalieren ja jetzt schon. Also du kriegst den ja gefühlt irgendwie gar nicht, ne? Aber ich glaube, dann wäre es noch krasser gewesen. Vielleicht so fürs nächste Jahr. Aber ich weiß nicht, ob die das überhaupt noch toppen können oder wollen. Ich weiß es wirklich nicht. Er ist auf jeden Fall bombastisch. Und ich bin so happy, dass ich ihn habe. Und natürlich, geil wäre es hier, natürlich, Boxen. Ne? Dann hättest du das Ganze nochmal wiederverwenden können. Aber ich glaube, wenn du es dann auch die ganze Weihnachtszeit stehen hast, dann hast du dir auch das Design schon ordentlich reingezogen. Und du hast es ja auch nochmal auf den Produkten. Ne?
Ja, wie findet ihr den Adventskalender? Schreibt mir das mal super gerne in die Kommentare. Wir können uns gerne mal darüber austauschen. Und ja, dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.